Willkommen zu einer neuen Runde Empyrion Galactic Survival von Illion Game Studio in der Alpha 8.6 Anniversary Update. Jo, quietsch. Hier haben wir was zu essen gebaut. Genau, das brauchen wir auch. Und ich wollte doch gereinigtes Wasser reinpacken. Ja, aber ich brauchte auch noch Gesteinsmehl. Hast du das jetzt? Oh nö! Warte mal, mach mal aus. Und mach mal hier. Genau. Mach mal wieder an. Die brauchen wir auch. Das ist richtig. Da können wir noch ein bisschen weiter bauen. Dann haben wir das hier. Ja, das klippt jetzt so zusammen. Und wir wollten doch noch. Fenster. Fenster. Genau. Kleines Raumschiff Bodengleiter. Nein, ich will die normalen haben. Und davon brauchen wir 20. 5 Stahlplatten. 5 Glasplatte? Die sind ja teuer geworden. Da ist das Lithium gleich wieder alle. So, das brauchen wir auch alles. Das machen wir dann danach. Ja, boah, da brauchen wir ja wieder kleine Metallblöcke. Haben wir die denn überhaupt schon da? Nee, ne? Ui, ja, wir haben ja noch nichts gelootet, großartig. Aber ein paar brauchen wir auf jeden Fall. Plastik? Nee, das hält nichts aus, das ist neu. Ja, kannst du sogar Plastik machen. Gerüst will ich nicht. Stahlplatte 2. Gehärtete haben wir noch nicht. Da brauchen wir gehärtete Stahlblätter. Die holen wir uns dann raus, das ist nicht das Thema. Da können wir ja gleich einen Cube bauen. Oder zum Erkunden. Eisen haben wir hier noch da. Wir können ja dann wieder erweitern. Wir brauchen erstmal nur das Nötigste reinbauen und dann erweitern wir. Ja, dann bauen wir 200. 300. Ja, wenn das Eisen alle ist, müssen wir gucken. Wir wollen ja dann sowieso erkunden. Bauen wir ein bisschen mehr. Okay. Da war es ewig. Sonst hätte ich es jetzt abgebrochen. Das ist natürlich krass. Den wollten wir wegpacken. Das wollten wir wegpacken. Das brauchen wir erstmal nicht. Das Wasser packen wir hier rein. Das muss irgendwie auch mehr geworden sein, dass man da jetzt so viel Wasser rauskriegt. Denn wir wollten hier 4 Gesteinsmehl. Wie viel haben wir? 300. Das sieht gut aus. Bau mal 40, 50. Wären 200 Gesteinsmehl, die haben wir da. Wären 250 Wasser, die haben wir da. Wären 50 verdorbene Lebensmittel, die haben wir da. Damit kann das dort schon mal bauen. Richtig. Hier vermauschen alles da. Krass. Außer das. Plasma ZR1, das ist Alien Dorn. Energy Pill. Konnte man das nicht auch mal bauen? ZR1? Das ging doch letzte Runde nach Zebain. Irgendwie. ZR1. Nitrocellulose. Naja, das kriegen wir aber übers Holz. Das ist nicht das Problem. Ei? Ja, ei. Ne? Das Ei kannst du nur draußen sammeln. Das kannst du noch nicht anbauen. Denn die Eipflanze ist hier miese. Das hat man ja gesehen. So. Ach so, hier geht's ja jetzt auch weiter. Ah, wir haben ja jetzt alles da. Stimmt. Alien-Setzling ist Knospen. Brauchte ich die Knospen für irgendwas? Knospen? Ich hätte gedacht. Gewürzen, ne? Konfetti-Muskrümel sind extrem wichtig, wie ich das hier sehe. Feuermuskrümel. Wofür brauche ich denn die Knospen? Getreide, Pflanzenprotein, Pflanzenprotein, Gemüse, Pflanzenprotein, Milch, Mehl, Gemüse. Mit den Knospen kann ich. Na gut, ich kann sie so verwenden, ne? Bärengereinigtes Wasser. Ah! Ausdauerwert. 26. Hilf gegen Kater und Horrortrip.
Was? Zwei Gemüse, zwei Früchte. Aha. Gut. Aber die Knospen kannst du auch so nehmen, ne? Genau, gegen Giftbiss und Magenverstimmung, Hautverbrennung, das üblichste im Gebrauch. Genau, nimm mal raus. Schmeiß mal hier drüben rein. Ja. Mal ganz kurz was nachgucken. Ne, 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 was geht denn hier? So, das läuft alles und wir schauen jetzt mal nach, denn irgendwo könnte man doch auch die Beete ballen. Beete, Beete, gute Beete, rote Beete. Hier, und zwar aus Holz. Holzlatten können wir uns nämlich zusammenzimmern. Dann brauchen wir dazu noch Pflanzenfasern und Nährlösung. Nährlösung haben wir gerade 20 reingeschmissen, bauen wir 100 Beete. Ja, es sind nur 20 drin, ist richtig, aber da baut er so viel wie er kann. Holzlatten kann er bauen aus den Holzstämmen. Eine Pflanzenfaser kriegen wir auch raus aus den Holzstämmen. Ich bin jetzt nur gespannt, was er da alles draus bastelt. Und wir basteln hier drüben mal weiter. Wir zimmern hier mal alles zu, in der Hoffnung, dass ich dann eventuell noch ein paar Solarpaneele drauf kriege. Aha, jetzt noch nicht geklimpert. Das ist schön. Nicht, dass mir hier wieder die Hälfte runterfällt. Ich hasse das. So, dann mal das. Das, 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 das. Und jetzt fällt mir gerade ein, dass wir auch noch kein Licht haben. Dass wir da auch noch das Pflanzenlicht brauchen. 10 Stück, 20 Stück. Wie viel spuckst du aus? Eins, ne? Jo. Stahlplatte, Glasplatte, Glasfaser. Jawohl. Ach, die haben wir auch schon fertig. Das ist schön. Den baut der da schon. Gut, dann zimmern wir mal zu. Lässt sich natürlich dann schwieriger das Glas einbauen. Die Lichter einbauen, muss ich dann besser zählen. So hätte ich es immer nur an die Kreuze nageln müssen. Aber diesmal kommen hier oben auch keine Fensterscheiben rein, wie du siehst. Ich würde es da oben noch als Landeplattform benutzen. Das macht sich vielleicht einfacher wie beim letzten Mal. Ist auch nichts Neues, hat man ja auch schon mal, ne? So, das da rein, das da rein, das da rein. Wupp, wupp. Licht kommt genügend von außen rein. Dann sparen wir uns nämlich auch erstmal Lithium. Silizium. Und tap. Die Fenster runter. Da rein, genau. 7. Hier hätte ich gern 2x2 drin. Ende im Gelände. Zeig ich mal. Ihr guckt doch wohl ganz anders hin. Jawohl. So sieht das gut aus. Und dann Ende im Gelände. Muss ich wahrscheinlich da drüben. Jawohl, hingucken. So, das gefällt mir mit einem Doppelten nicht. Den möchte ich denn schon sowas haben. Und dann dahin, dahin und dahin. Jo. Mappa! Nicht rausplumpsen. Dahin, dahin, dahin. Krass, das Ding kriegen wir noch zu. So. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir haben noch Zähne. Hier wurde die noch auf die Ecke geplumpst. Dahin und... Mäsne! Abgerutscht! Nein, nicht rausfallen! Damit haben wir das hier zu. Ja, der Fußboden muss noch rein. Ich weiß, ich weiß. Ja, aber nimm mal was Anständiges und so. Du hast die 30 fertig. Krass. Dann, wie viel Gesteinsmehl haben wir noch da? 100. Na ja, dann hier, komm. 20, 30, 40, 50. Bau. Warte mal, nee, wir müssen ja auch noch Pflanzen bauen.
bauen wir das da. Der baut noch. Der hat noch gar nicht angefangen. Der ist hier noch bei den Platten, bei den Steinen. Beim Sockel. Das ist schlecht. Bauen wir jetzt so. Dass wir denn hiermit weitermachen können, weißt du? Fenster haben wir soweit drin. Türen haben wir drin. Wir brauchen nur noch einen Fußboden. Dann können wir hier drüben schon anfangen. Wir brauchen Getreidepflanzen. Kann man das hier nochmal irgendwie sortieren? Getreide? Nein, natürlich nicht. Dazu müsste man wissen, was Getreide ist. Paprika ist es nicht. Das ist Gemüse, Getreide, Mais und Weizen. Ne? Kürbis, Tomate, Weizen. Weizen 4 Stück in 34 Minuten. 4 Stück in 36 Minuten. Damit bauen wir natürlich Weizen an. Richtig, richtig. Und haben noch einmal. Eigentlich nicht. Ach doch, da hat er schon 4 weggenommen. Damit haben wir. Ne, mach mal zu. Schmeiß die mal schnell drüben mit rein. Dass der hier noch bauen kann. Jawohl! Wenn der dadurch ist, kriegen wir die Lichter oder können wir auch einbauen. So, damit haben wir 4-mal Getreide. Getreide ist raus, genau. Paprika haben wir gesehen, 35 Minuten 4 als Gemüse. 40 Minuten 6, wir brauchen Kürbisse. Tomaten, Erntemenge 3 in 29 Minuten, das kannst du behalten. Das ist Pflanzenprotein, haben wir noch, ach nee. Was kommt da raus? Pflanzenprotein, dafür muss ich 3 reinpacken, aha. Brauchen wir erstmal nicht. Kräuterblätter und dann kriegen wir Kräuterblätter raus. Da können wir die selber anbauen. Das ist natürlicher Süßstoff. Den bauen wir auch an. Das ist Gemüse. 3 in 31 Minuten. Das kannst du behalten. Das sind Pilze. Bauen wir auch später an. Das ist Gewürz. Das brauchen wir auf jeden Fall. Genau. Wir brauchen Kaffeepflanze. Machen wir später auch. Aber dann nehmen wir die, ne? Ne, die hier. Große Elchenblume macht Knospen. Die bauen wir dann auch noch ein. Jetzt brauchen wir als Wichtigstes Gemüse, ne? Und zwar Kürbis. 1, 2. Eigentlich so viel, wie wir können, ne? Damit wir da gleich mal 2 Reihen. 12, 24. Bauen wir 12 Setzlinge. Können wir gar nicht, können wir gar nicht. Wir haben noch 12 Gemüse da. 1, 2, 3. Und gucken mal, was wir jetzt an Beete da haben. 17 Beete. Das ist doch schon mal eine Hausnummer. 7 Glasscheiben ist auch eine Hausnummer. Oh, jetzt würde ich wirklich gerne Glas einbauen. Glasdach. Aber ich hatte mir am Anfang vorgenommen, weißt du, so wenig wie möglich Glasdach. Wenn ich das hier so sehe, sollten wir vielleicht mal in der Mitte, weißt du? Hier so zum Stabilisieren. Ich weiß, ist nicht nötig, aber letzte Runde, wie gesagt, hat man das Problem, dass mir da draußen Zeugs abgefallen ist. Ich gehe jetzt hier einfach nur auf Nummer sicher. Dass da nichts passieren kann. Nee, den natürlich nicht. Hier. 6. Demontieren. Genau. Und wenn wir einmal da dran denken, hupf ich natürlich wieder daneben. Schauen wir uns das nochmal von draußen an. Bevor ich die Solarpaneele wieder dran setze. Hier ist doch aber alles zu. Okay, hier ist nicht.
Bild runter, Bild runter. Dann sitzt da unten drunter. Den können wir hier noch bis. Aber. Nee, nicht Bild runter. Sprachkopf. Ende drücken, genau. Mann, dass da noch einer drin sitzt. Setzen wir wieder um, genau. Nicht, dass ich hier diese komischen Dinger drunter. Wir hatten doch hier einen drunter gesetzt. Jawohl, haben wir. Jetzt sieht man's. Das sieht nämlich hier so seltsam aus, als wenn hier. Wenn ich mich hinknien könnte, das wär's. So, 9. Bild runter, Bild runter. Jo, passt. Da geht nämlich wirklich einer drunter. Und hier haben wir überall drunter gebaut. Jo. Es durfte nichts mehr abfliegen. Und wir haben 1. Warte mal, nehmen wir die in die Hand. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Große, die ist ja abgefallen. 7, 8, 9. 10, 11, 12. 13, 14, 15. Wir dürfen insgesamt 20 dran machen. 15. Wir haben auch keine mehr einstecken. Hä? Hatten wir nicht welche? Dann bauen wir nochmal 5 große Paneele. Solarzellen. Das sind die kleinen Solarzellen. Das sind die großen. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir hier nochmal 24. Die braucht man nicht mehr. Du kannst ruhig noch weiter bauen, da ist recht. Jetzt können wir die endlich mal einbauen. Bam, 6. Oh, die sehen natürlich auch stylisch aus, muss ich sagen. Oh, das hätte man vielleicht früher machen sollen. Entschuldigung. Krass. Naja, gut. Hätten vielleicht doch überall die anderen Fenster reinmachen sollen. Die Zweier senkrecht. Für 10 Stück hat's gereicht. Heftig. Und es geht immer noch. Kürbis. Gemüse? Wo habe ich ein Gemüse? Da haben wir noch einmal Gemüse. Kürbis. Bau ein. Da haben wir gleich 12. Das ist eine Reihe voll. Dann brauchen wir noch Gewürze. Eigentlich auch 24. Und damit haben wir schon mal das Wichtigste drin. Krass. Beete, Licht. 6 Beete kannst du noch. Dann haben wir nämlich keine Nährlösungen mehr. Oh, heftig. Ich bin so aufgeregt, das glaubst du gar nicht. Doch, glaubst du, ne? 15 Kraftstoffzähne haben wir noch. Hier ist voll, immer noch. Das ist gut. 21%! Das ist auch cool. 30 mm Kugel 940. Was? Mimimi! Da oben. Schon so viel verballert. Warte mal. 30 mm Kugel. Dann gehen wir mal hier vorne hin. Wie viel kommen raus? 70. 700. 2100. Jawohl. Haben wir das auch? Jetzt haben wir das. 5. Boah. Alter Schwede, wird das teuer. Aber wir haben ja noch Silizium da. Okay, dann klebeln wir jetzt mal die Pflanzenbeete rein. Wir müssen eher auf die Pflanzenbeete warten. Wieso habe ich denn die Setzlinge schon rausgeholt? Wie haben wir denn das Problem? Die können doch noch gar nicht wachsen. Die gehen mir doch kaputt, weil wir Debug Sauerstoff anzeigen. Wir haben keinen Sauerstoff drin. Und luftdichte Blöcke anzeigen. Uns haut nämlich da Sauerstoff ab. Und normalerweise dürfte es hier drin auch kein geregeltes
Hitze-Kälte-System geben. Das gibt es nur hier vorne, wenn ich hier eine Tür reinzimmere. Oder wir hier den Rest mit Beton auskleiden. Das könnten wir auch machen, dann können wir schon einbauen. Aber dann habe ich das Problem, dass wenn ich versuche, hier wieder was abzubauen, dann muss ich es gleich wieder neu einbauen. Nicht, dass mir dann hier die Pflanzen eingehen, weißt du? Puh, das wäre nämlich schade. Schade, schade. Aber das hieße, wir brauchen erstmal hier mehr Beete. Für Beete brauchen wir Nährlösung. Das heißt, wir brauchen Schotter. Gesteins. 16 Gesteinsmehl, genau. Ansonsten. Ja, wir brauchen dann auch verdorrte Lebensmittel. Also verdorbene Lebensmittel. Das nehmen wir raus. Und was soll man überhaupt? Wir haben doch schon welche da. Hier, Samen und so. Pack mal bitte raus. Wir hatten noch 4. Pirthing. Faserpflanze. Ja, 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 ja. War klar. Und das jetzt, wo ich Ende Gelände machen wollte. Rollen wir ein bisschen auf. Genau. Dann haben wir 4 davon. Packen 4 da rein. Machen 4 Beete und locken uns aus. Genau, so der Plan. Ich bedanke mich fürs Reinschauen, Vorbeischauen, Zuschauen. Dankeschön. Wenn es euch gefallen hat, sehen wir uns eventuell in der nächsten Runde wieder zu Empyreon Galactica. Survival von Ilion Game Studio in der Alpha 8.6 Anniversary Update. Bis dahin, auf Wiedersehen und Tschüssikowski.